Putz 1 gsi, Scheiße. Das heisst «Oui, Chef». «Oui, Chef». Ja, unser Masterkoch hat jetzt das Gefühl, dass sie ein gutes Intro. Was machst du denn? Ich lade dich jetzt auf. Hey, Kurbel. Hallo. Hey. Schön. Ich war im Weinkeller. Was machen wir heute? Süßkartoffel, mein wow. Lieber. Kennst natürlich du vor allem als Pommes frites. Wir machen aber ein Omelette damit. Hä? Hä? Also Omelette ist für mich Ei. Ei, ja. Oh. Nein, hä? Du hast gesehen, du machst aus dem so. Ja, also nein, eine Eierspeise, also ein Eieromelett mit Süßkartoffelchips oben drüber. Wir tun aber auch noch ein bisschen Süßkartoffel ins Omelett rein, ein bisschen Frühlingszwiebeln drin, vielleicht ein bisschen Käse. Klingt komisch, ist aber so. Am Sonntagmorgen, zum Beispiel zum Brunch, für dein Schätzchen daheim. Das ist einmal ein bisschen mehr als einfach nur ein Spiegelei auf einem Toastbrot. Ist gut. Machen wir jetzt eine klassische Omelette. Nein, das hat nicht nein. Immer so Shishi, Shasha, Shishi, Shushu, sondern mal klassische Omelette. Los geht's. Omelette. Ein Omelette. Omelette ist eigentlich nur mit Eier und vielleicht einem Schluck Rahm noch. Das gefällt das Ding. Und Omelette, das sind ja ein Crepe mit Mehl, Milch, Ei. So ganz dünn. Ja, ein Crepe halt. Die Schweizer sagt es einfach falsch. Ah, wir machen eigentlich einen Crepe. Nein, eben nicht! Ja, wir machen den Omelette. Ja, wir finden hier mit Süßkartoffeln Chips. Für das tun wir unsere Mandoline nehmen, die dünnste Stufe einstellen und schön. Siehst du das, mein Freund? 1 mm dünn. Wenn du hier mit dem Finger reinkommst, ist Finger ab. Du musst wirklich vorsichtig sein und dich nicht überschätzen. Es sind genau wieder die Szenen, wo mir dann noch die Leute schreiben, meint er das ernst. So eine Mandoline habe ich nicht daheim. Schenkt dir eine von Geburtstag. Sehr gerne. Also komm, Nico, alles in die Schüssel tun. Gewürze dran, einen Schluck Öl dran, wirklich wenig. Und dann ab in den Airfryer. 160, 30 Minuten. Sind wir ehrlich, also wer am Sonntagmorgen noch die Haie anfängt zu frittieren, der hat wirklich das Leben nicht mehr im Griff. Darum, wir machen es im Airfryer. Die Omelette müssen wir schon mal vorbereiten, aber noch nicht fertig machen. Wenn du weißt, die Gäste sitzen, Omelette à la minute machen, das muss vapös serviert werden. Leicht cremig innen dran. Vapös! Muss man googeln, ob es wirklich vapös heisst beim Selbst. Wenn es du sagst, dann ist es falsch. Aha. Vapös. Vape-Store. E-Zigarette. Vapös. Dann gut, also zum Glück hoffe ich nicht alles ab. Spückerolle heisst vapös oder Zeug. Cremig meint er einfach. Ja, im kommt es nicht sein. Wir tun als erstes die Abschnitte, die wir vom Chips machen haben, in ganz kleine Würfel schneiden, ein bisschen Butter innen andünsten und die geben wir mit ins Omelette rein. 1,5 mm. Bruno was? Normal. Ich muss jetzt wirklich ernst sagen, es ist nicht schlecht. Oh. Schönes Nugget Butter. Rein. Andünsten. Da, die schneiden wir auch schon mal. Nimm das, das Grüne oder das Weiße? Das weiß ich auch nie. Das kommt halt davon, was du machst. Das Omelette nehmen wir das Grüne. Da könnt ihr auch alternativ Schnittlauf nehmen oder so. Da muss ich jetzt mal sagen, Chapeau, hier kannst du etwas. Danke dir. Dann kannst du hier schon mal die Eier aufschlagen. Achtung. Salz, 3. Pfeffer, 3. Machst du es einfach so, weil es dir Spass macht? Das ist optimiertes Kochen. Weil du wirst jetzt von dieser Höhe, musst du mehr verschlagen. Ich tue es schon hier und dann habe ich eigentlich schon wie verrührt. Weiß ich nicht, Digga. Sehe ich ehrlich gesagt noch nicht. Was kommt jetzt drin? Dann haben wir schöne Rezeptenkäse. Gruyère und ein geliefter Alpkäse, ein Schweizer. Irgendetwas, das ein Geschmack hat. Dann haben wir auch Knoblauchzehbe. Dort tun wir auch so ein reinreiben. Hier die etwas andünsten. Schauen, dass die weich werden. Ich schaue mal zu den Chips. Gut. Ich muss dir gut sagen, es heisst «Oui, Chef». Du kannst ja nicht mal Französisch tun. Küche Französisch kann ich schon. Schon. Brunois, Matignon, Périgot, Aceto. Périgot? Das ist doch ein Vogel. Das ist doch ein Trüffel. Périgot, Trüffel. Ja. Du kannst auch Périgot Vogel sagen, aber er bleibt halt gleich ein Trüffel mit Flügeln. Ich weiss nicht, was du denkst. Périgot! Ist kein Spatz! Willst du jetzt glasieren mit der Sojasauce? Wollen wir es probieren? Schluck. Geht, heute kocht der Nico, heute das Nico-Rezept. Nein, wenn es nicht gut kommt, gibst du mir die Schuld. Boah, wow, aber es schmeckt geil. Gut, Pommes Chips sind ready. Rausnehmen. Das war Platz 1. Scheiße. Oh! Das ist gar nicht heiß, Mann. Fuck, Scheiße. Nimm das Blech aus dem Ofen. Das überrascht, dass es heiß.
Augen. Das ist ja genial. Ah, jetzt machen wir es so. Es geht schnell, es ist einfach. Ja. Aber es ist halt auch sehr schwierig. Was? Sehr schwierig, das Omelette machen? 3 Jahre habe ich von dem geschafft, für das perfekte Omelette. 3 Jahre. Täglich. Also bitte ein bisschen Respekt gegenüber dem Handwerk und gegenüber meinem Können auch. Jetzt darfst du mich mal. Im Schuss drin. Im Schuss. Immer Bewegung. Aber muss immer Bewegung haben? Bewegung. Jetzt seht ihr, es fängt an stocken. Gegen Schluss keine Bewegung mehr. Was? Wir gar nicht flach, wir machen Rührei. Und jetzt seht ihr, es grünt immer mehr, es ist immer mehr fest. Vapös. Und da müsst ihr euch wirklich Zeit lassen. Das ist jetzt einfach. Wenn ihr schneller macht, habt ihr kein schönes Omelette. Das Omelette soll keine Farbe haben unten. Du weißt ja, wie gerne sie essen. Du weißt es einfach, wie gerne sie essen. Dann macht doch nicht so lange. Hier darf man nicht einmal probieren. Jetzt tun wir das Omelette so von oben einrollen oder falten. Dann ihr seht, keine Farbe und glatt muss es sein. Weiß und glatt wie ein Babypopo muss ein Omelette sein. Das hat jetzt im falschen Moment gestört. Jawohl. Brudi, das ist's. Bring ihn hey. Jetzt Brudi, jetzt spinnst du aber. Schau mal, wie geil das aussieht. Nicht zu viel, so. Und jetzt kommen Chips. Jetzt kommen Chips. Von denen darfst du genug, die sind richtig geil. Und jetzt? Ich finde es auch noch schön, wenn sie ein bisschen runterfallen. Jetzt, ich hole Bier ein. So leicht creamy soll es sein. Boah, zu krass. Boah, zu krass. Hey, gib das Zeug her, hey. Spinnt da. Holder. Wow. Das. Ein bisschen zu viel Chili hat es mir drin, muss ich jetzt sagen. Nein, aufhören. Das ist die hohe Kunst des Kochens. So ein Omelette, das schön vapös ist, wo geil schmeckt, ein bisschen Käse drin hat, noch einen schönen Crunch drüber und so. Komplett anderes Gericht als die Omelette, die man kennt. Die Omelette. Ja, ja. Omelette, du weißt schon, was ich meine. Ja. Die Leute draussen wissen schon, was ich meine. Macht das nachher. Ladet bitte auch noch die Schwiegereltern ein. Bitte macht das. Bitte einmal. Einmal. Und dann das nachher kochen. Also der hier. Häkchen dran. Häkchen.